Hallo. Ja, wir möchten uns etwas noch weiter beschäftigen hier mit dem Mathe-Modus. Ja, wir nutzen dabei hier den abgesetzten Modus. Und wir wollen zunächst einmal einen Blick werfen, wie man Wurzeln definiert. Und zwar folgt das über den LaTeX-Befehl sq und dann wählen Sie einfach die Squared Intersection-Symbol hier aus. Als Parameter, Sie haben ja gerade gesehen, da stand ein a plus b, nennen wir das einfach mal. Und schauen uns das Ergebnis an. Ja, also das ist hier unser Ergebnis. Normal ist ja die zweite Wurzel aus dem Term hier. Und falls Sie eine höhere Wurzel nehmen wollen, beispielsweise erstmal die 3, dann schreiben Sie einfach in Eckchen, Klammern und dann die Zahl einfach hier vor den Parametern. Schauen wir uns nochmal an. Ja, dann kriegen Sie hier ein solches Ergebnis. Ja, nun wollen wir noch etwas mehr unsere Formel hier ausschmücken. Und dazu schreiben wir hier einmal den LaTeX-Befehl frac. Und frac steht einfach nur im Deutschen für den Bruch. Ja? Oben unser Numerator, also im Deutschen für unser Zähler. Und der Denominator ist unser Nenner. Ja, ich schreibe jetzt mal irgendwas zusammen. Muss ja jetzt hier nicht in dem Beispiel Sinn machen. Und zwar hier 2n hoch 2 und als Bruch, also im Nenner a mal b und das Ganze hier in Klammern natürlich und nehmen wir mal hoch 3. Ja, und schauen wir uns diese Geschichte ja auch noch einmal an. Ja, wir sehen hier, LaTeX ist fast keine Grenzen gesetzt. Wir können hier auch noch höhere Türme stapeln, sag ich mal. Aber naja, ist hier ein kleines Beispiel. Und das einzige Verwirrende ist natürlich hier diese ganze Klammersetzung. Ja, Sie müssen hier extrem aufpassen, hier die Klammer nicht zu vertauschen und auch zu vergessen. Das hätte man vielleicht hier besser lösen können, aber naja, man muss hier bei der Setzung dieser Wurzel hier eben ein klein wenig aufpassen. Ja, ich lasse das hier einfach mal noch ein paar weitere Beispiele zu entwerfen. Aber Sie können ja über die Kommentarfunktion mal ein paar Beispiele von sich selber hier dann posten. Ja, so viel. Hier in diesem Video zu unseren Wurzeln. Okay?